Falls du Hunde magst, dann solltest du jetzt gut aufpassen. 12 schädliche Dinge, die du ohne es zu merken deinem Hund antust. Falls du ein Hundebesitzer bist, dann willst du sicherlich, dass dein vierbeiniger Freund gesund ist und ein langes und glückliches Leben führt. Es könnte jedoch sein, dass du manchmal unbewusst Dinge tust, die deinem Hund schaden. Unsere tierischen Begleiter sind neugierig, abenteuerlich und verhalten sich wie Kinder. Das ist etwas Schönes, kann sie jedoch auch in Schwierigkeiten bringen. Natürlich wollen wir das nicht, weshalb hier ein paar verbreitete Fehler kommen, die Menschen unbewusst machen, wenn es um die Pflege ihrer Hunde geht. Bevor wir uns diesem Thema widmen, solltest du nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren. Auf diese Art hast du Zugriff auf alle tollen Videos, die täglich auf Sonnenseite erscheinen. 12. Das falsche Halsband auswählen. Zuallererst musst du die richtige Art von Band auswählen. Diese Entscheidung ist sehr wichtig und auch ziemlich persönlich. Es gibt nämlich mehrere Arten von Bändern und du musst eines wählen, das zu den Anforderungen und zum Charakter deines jungen Hundes passt. So wie ein Ort, an dem du sein Kennzeichen befestigen kannst. Ein flaches Halsband. Das ist der weit verbreiteste Typ Halsband und du kannst es in jedem Tiergeschäft finden. Es hat eine Schnalle, damit du die Länge des Bandes nach deinen Wünschen und dem Wachstum des Hundes anpassen kannst. Ein Halsband mit Selbstöffnung. Dieser Typ wurde vor allem für Hunde entworfen, die viel Zeit im Freien verbringen. Es öffnet sich, sobald die Gefahr des Erstickens besteht, wie etwa bei Zäunen oder Ästen. Falls dein Haustier ein neugieriger Welpe mit einem Forschergeist ist, dann wird ihm dieses Halsband perfekt passen. Spezielle Halsbänder für Hundetraining. Du willst diese Art von Halsbändern vielleicht nicht verwenden, wenn du einen noch sehr jungen Welpen hast, da sie vor allem für Verhaltenstraining verwendet werden. Jedenfalls hängt alles vom Alter deines Haustieres ab. Ein Gurt. Falls dein Hund stark zieht oder er gerne alles so weit weg erforscht, wie es nur möglich ist, dann ist ein Gurt vielleicht die bessere Option für deinen haarigen Freund. Halsbänder können den Hals deines Haustiers ernsthaft verletzen, wenn er zu fest an der Leine zieht. Das ist aber kein Problem, wenn man beim Gurt zieht. Egal, ob du dich für ein Geschirr oder ein Halsband entschieden hast, der zweite und genauso wichtige Schritt ist sicherzugehen, ob es die richtige Größe hat. Falls ein Halsband oder ein Geschirr zu groß ist, dann könnte dein Schützling fliehen. Wenn es aber zu klein ist, dann kann es ihn erwürgen. Die allgemeine Regel hierfür ist, dass man für kleine bis mittelgroße Rassen einen Finger zwischen das Halsband und den Hundehals geben kann. Bei großen und extra großen Hunden sollten zwei Finger hineinpassen. Vergiss auch nicht, die Enge immer wieder zu kontrollieren, besonders während dein Schützling noch beim Wachsen ist. Außerdem können Hunde, genauso wie Menschen, mit der Zeit zunehmen. Erinnere mich bitte nicht daran. 11. Einen Hund allein im Auto lassen. Lass deinen Hund niemals allein im Auto. Laut der Wetter- und Ozeanographiebehörde der Vereinigten Staaten, National Oceanic and Atmospheric Administration, können die Temperaturen im Auto innerhalb von nur 10 Minuten um 20 Grad steigen, selbst wenn das Auto im Schatten geparkt ist. Zivile US-Bundesbehörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit, National Highway Traffic Safety Association, bestätigt diese Daten und fügt hinzu, dass die Temperatur im Auto sogar auf eine Höhe von 43 Grad schießen kann, wenn die Außentemperatur bei angenehmen 15,5 Grad liegt. Hunde schwitzen nicht wie Menschen, deshalb können sie viel schneller überhitzen, als du vielleicht denkst. Da ihnen die wesentliche Fähigkeit fehlt, sich selbst abzukühlen, können die Konsequenzen tödlich sein, wenn sie in einem abgeschlossenen Auto bleiben. Zeichen von Überhitzung sind übermäßiges Sabbern oder Hecheln und sich überall aufgeregt umsehen. Zeichen wie etwa Übergeben, Durchfall oder Trägheit zeigen einen lebensbedrohlichen Notfall an. In diesem Fall muss der Hund sofort zum Tierarzt. 10. Die Zähne des Hundes ignorieren. Die Hundezähne müssen genauso geputzt werden wie Menschenzähne. Es geht hier nicht ums Ästhetische, es ist ein Muss. Daher solltest du sofort damit beginnen, wenn du einen Welpen bekommst, damit sie sich ans Zähneputzen gewöhnen. Dreimal die Woche reicht am Anfang aus. Das gleiche gilt auch, wenn die Zähne deines Hundes gesund sind. Aber am besten ist es natürlich, dies täglich zu tun. Ach ja, wenn du deinem Hund ein paar Sticks zum Kauen gibst, dann ersetzt das nicht das regelmäßige Zähneputzen. Diese Kausticks mit Minzgeschmack putzen die hinteren Zähne nicht so gut wie eine Zahnbürste. Verwende keine Zahnpasta oder für Menschen entworfene Zahnbürsten. Es gibt spezielle Zahnbürsten für Hunde, die sich von denen der Menschen stark unterscheiden.
Du hast vermutlich noch nie eine Zahnpaste mit Hühnchen- oder Rindgeschmack probiert, oder? Hundezahnbürsten haben normalerweise kleinere Köpfe und äußerst sanfte Borsten. Falls du keine hast, dann kannst du eine Kinderzahnbürste, einen Wattetupfer oder sogar ein Stück Verbandmull um deine Finger gewickelt verwenden. Du kannst aber trotzdem einfach eine Hundezahnbürste und Hundezahnpasta in deinem örtlichen Tiergeschäft oder bei deinem Zahnarzt kaufen. Wenn wir schon vom Zahnarzt reden, du musst die Zähne deines Haustiers zweimal im Jahr professionell untersuchen lassen. Ja, genau wie bei Menschen. Jetzt kommt mein geheimer Bonustipp. Wenn du deinen Hund zum Nagen an einen speziellen Plastikknochen, siehe Nylabone, bringen kannst, dann hast du von beidem das Beste. Es stellt sein Bedürfnis zu nagen still und hält ihn beschäftigt, während es ihm von zerstörerischen Kauen abhält und die Zähne deines Hundes automatisch putzt. Mein 9 Jahre alter Kumpel Riley hat noch nie professionelles Putzen gebraucht, da er als Welpe mit der lustigen Kaugewohnheit begonnen hat. Sein Tierarzt ist zu meiner Freude jedes Mal von seinen perlweißen Zähnen erstaunt. Und ich spar mir so viel Geld. 9. Den Hund alles essen lassen. Gib deinem Hund niemals Menschenessen. Es ist viel zu salzig, zu würzig und zu fettig für sie. Die meisten Gerichte, die du zu dir nimmst, sind in der Tat stark giftig für sie. Süßigkeiten, Kaugummi, Gebackenes oder sogar einige Diätnahrungen enthalten einen speziellen Süßstoff namens Xylitol. Wenn es dein Hund verdaut, dann könnte sein Blutzucker sinken, was zu Leberversagen führen kann. Avocados enthalten hingegen Persin. Dieses Toxin kann zu ernsthaftem Erbrechen und Durchfall bei deinem Schützling führen. Es ist eigentlich selbstverständlich, aber gib deinem Hund niemals Alkohol. Er beeinflusst die Hundeleber und das Hirn viel leichter als bei Menschen. Alkohol kann im System eines Hundes leicht zu Durchfall, Erbrechen, Problemen mit der Atmung und Koordination führen und im schlimmsten Fall auch zu Koma und Tod. Die gesamte Liste der Produkte, die für die Gesundheit deines Haustiers ernsthafte Probleme darstellen können, ist kilometerlang. Dennoch schließen die Hauptprodukte folgende mit ein: Kaffee, Tee und andere Koffein- oder Teingetränke, Weintrauben oder Milchprodukte, fettige Knochen und Abfälle, Pfirsich, Pflaumen und Kaki, rohe Eier, Fleisch und Fisch und natürlich die nicht berühmte Schokolade. Du solltest deinem Hund auch keine Stückchen vom Tisch geben, während du isst. So lernst du ihm nur unerwünschte Bettelgewohnheiten an. Ach bitte, kann ich etwas mehr haben? Hunde lernen tatsächlich unglaublich schnell, wenn es um Dinge geht, die sie nicht tun dürfen. 8. Welpen zu einem Hundepark mitnehmen. Hunde sind sehr soziale Wesen, aber denk lieber zweimal nach, bevor du einen kleinen Welpen zu einem Hundepark nimmst. Zunächst einmal könnten Hunde passive Träger von Krankheiten sein, zweitens können ausgewachsene Hunde, besonders größere, beim Spielen oder Herumlaufen ziemlich grob sein. Sie können deinem kleinen Hündchen ungewollt wehtun. 7. Körperliche Bestrafung anwenden. Ja, Hunde brauchen Training. Ihre Besitzer aber noch mehr. Körperliche Bestrafung ist aber nie in Ordnung. Erstens ist es Tiermisshandlung, hinzu kommt, dass es nicht funktioniert und eigentlich genau das Gegenteil von dem, was du möchtest, bewirkt. Dein Hund bekommt Angst vor dir. Auf Belohnung basierendes Training ist viel effizienter als körperliche Disziplin. Hier kommt der Grund dafür. Während das belohnungsorientierte Training dabei hilft, das Vertrauen zwischen einem Hund und dem Herrchen aufzubauen, stärkt die körperliche Bestrafung generell das Misstrauen in Menschen. Belohnungsorientiertes Training ermutigt den Hund, sich auf die gewünschte Art und Weise zu verhalten. Wenn ein Hund aber körperlich misshandelt wird, dann könnte er versuchen, sich zu verstecken, unkontrolliert urinieren oder vor Gehorsam erstarren, weil er Todesangst hat. Belohnungsorientiertes Training hilft deinem Hund, das erwünschte Verhalten zu lernen und anzunehmen. Wenn ein Hundebesitzer jedoch Gewalt anwendet, dann kann sich ein Hund nur auf den Gedanken, das tut weh und ich mag das nicht, konzentrieren. Denk darüber nach. Wirst du gerne geschlagen? Ich schätze nicht. Magst du Belohnungen? Tja, Hunde sind da nicht anders als du. Wenn dein Hund also etwas macht, mit dem du nicht einverstanden bist, dann schreib ihn in eine Hundeschule ein, die sowohl dich als auch den Hund lehrt. Die beste Zeit dafür ist, wenn sie noch Welpen sind und es noch nicht zu spät ist und du ihnen leichter positive Angewohnheiten und Verhaltensweisen antrainieren kannst. 6. Zu wenig Anregungen bieten. Genau wie du brauchen auch Hunde stetige mentale und physische Anregung, besonders bei Züchtung. Daher ist regelmäßiges Spazierengehen ein Muss.
Wenn du darüber nachdenkst, dir einen Hund zu holen, dann schau, ob du dieses Muss auch erfüllen kannst. Spaziergänge bieten dem Hund nicht nur die notwendige Bewegung, sondern setzen deinen Schützling auch verschiedenen Geräuschen und Düften aus. Diese Sinnesanregung lässt ihr Gehirn wiederum besser funktionieren. Wenn Hunde nicht ausreichend Anregungen bekommen, dann versuchen sie einfach, sich selbst zu unterhalten. Das bringt zum Leid des Besitzers meist das Graben, Kauen oder Zerreißen von Dingen mit sich. 5. Den Hund im Auto nicht sichern. Menschen benutzen Sitzgurte, Kinder Autositze. Warum sollte es bei Hunden also anders sein? Wenn du deinen Hund im Auto nicht sicherst und du in einen Unfall verwickelt bist, dann kann dein Haustier stark oder tödlich verletzt werden. Du hast zahlreiche Möglichkeiten, wenn es um die Sicherheit deines Hundes im Auto geht. Es gibt nämlich Gurtgeschirr für Hunde, Zipline-Gürtel für Hunde, verschiedene Transporter und sogar Hundeschleudersitze. Ich mach nur Scherze, nimm einfach den, den du brauchst. 4. Schreien, wenn dein Hund etwas falsch macht. Schreien ist noch etwas, das du bei der Erziehung des Hundes nie tun solltest. Genau wie körperliche Bestrafung, so funktioniert auch das nicht. Hunde verstehen Nein nicht, weshalb es deine Hunde verrückt macht, besonders wenn dich etwas auf die Palme bringt, was bereits eine Weile her ist. In diesem Fall wird dein Hund nicht nur Angst haben, sondern auch verwirrt sein. 3. Floh-, Zecken- und Wurmbehandlungen auslassen. Vorbeugende Behandlungen gegen Parasiten sind unerlässlich, wenn du Hundebesitzer bist. Einige Menschen sagen, dass du im Winter, wenn du in einem kalten Klima lebst, eine Pause von Floh-, Zecken- und Hundewurm-Medikamenten machen kannst. Aber du solltest das wirklich mit deinem Tierarzt besprechen. Vorsorge ist immer besser als Nachsorge. 2. Gefährliche Gegenstände rumliegen lassen. Hunde sind Abenteurer und genau das bringt sie in alle möglichen Schwierigkeiten. Mach dein Haus hundesicher und räum alles weg, was dein Haustier kauen oder schlucken kann. Dinge wie Medikamente, Schrauben oder Nägel, Magnete, Münzen und Batterien sollten niemals in Reichweite deines Haustiers sein. Socken scheinen das Lieblingsspielzeug jedes Hundes zu sein, wenn es ums Ziehen geht. Aber merk dir, dass dein Schützling ersticken kann, wenn er es schluckt und es im Hals stecken bleibt. 1. Rassenrelevante gesundheitliche Probleme ignorieren. Manche Rassen brauchen spezielle Pflege oder neigen zu bestimmten gesundheitlichen Problemen. Erkundige dich immer, bevor du ein Haustier holst, damit du weißt, wie du dich am besten darum kümmern kannst und auf welche Probleme du achten solltest. Falls du Hundebesitzer bist oder Hunde einfach liebst, dann gib diesem Video ein Like und teile es mit allen Hundemenschen, die du kennst. Falls du noch mehr Haustierpflegetipps auf Lager hast, dann sag uns in den Kommentaren, was wir vergessen haben. Möge deine vierbeinigen, haarigen Babys immer glücklich und gesund sein. Wir sehen uns das nächste Mal auf der Sonnenseite des Lebens.